Okay. Ja. Sind deine Freunde auch Wolves? Ja. Okay. Wir hatten Glück, dass Mel da war. Sie ist eine der besten Ärztinnen in Seattle. Mel. Mel. Und wie heißt der? Der Mann? Owen. Owen. Mel. Owen. Abby. Tja, das sind eigentlich die Guten. Wir kommen jetzt zu den richtig hohen Gebäuden. Die Brücke ist dort. Der Weg da vorne führt ins Zentrum. Der Weg beginnt am Ufer des reißenden Flusses. Bring uns dahin, dann übernehme ich. Bringen okay. uns diese Brücken wirklich über die Stromschnellen? Ja. Über alle? Ja. Krass. Nur ein paar Stunden? Ich liebe ihn. Okay. Warte. Also, wir müssen noch mal kurz Revue passieren lassen. Wir haben jetzt die Kiddies gefunden. Der Mami oder Schwester. Was ist? Geht's nicht so gut. Sie wird die Operation mit dem machen, was Owen da hat. Das wäre nicht gut. Und ja. Wenn wir die Sachen kriegen, ja dann. Eine gute Chance. Gut, also sie reden hier weiter, ist mir jetzt aber erstmal Wurst. Also wir haben die Kitty gefunden, der Molly geht's nicht so gut. Gebrochener Arm, beziehungsweise zerschmetterter Arm, um ganz genau zu sein. Wusstest du, dass unsere Hunde Karten spielen? Und jetzt suchen wir... Ich bin 13, nicht 8. ...den Weg zum Krankenhaus. Finden andere Leute dich witzig? Und ja, versuchen da jetzt irgendwie noch, ihr zu helfen. Was mir jetzt noch dazu einfällt, ist... Wenn sich in den Muskeln zu viel Druck aufbaut, kann ja, genau. nicht im Gewebe zirkulieren. Genau. Was mir noch einfällt ist, als Annie haben wir doch Owen und die Ärztin... Ja, ne? Also, war doch in einer weiteren Folge gewesen, wenn ich mich nicht falsch erinnere, oder? Aber gut, schauen wir mal. Ich weiß noch nicht ganz genau, wo ich hin muss, wo ich hin soll. Ich hüpfe jetzt einfach mal hier rüber, so Frogger-mäßig, um zu gucken, was hier drüben noch ist. Mal sehen, ob wir auf dieses Gebäude kommen. Ah, also wir sind hier auf dem richtigen Weg. Du warst schon mal bei diesen Brücken, oder? Ja. Meinst du, wir begegnen vielen Scars? Seraphiten? Ich weiß nicht. Würdest du damit klarkommen? Gestern ging's ja auch. Ja, bitte? Aber die haben dich gejagt. Die jagen uns alle. Ja, das stimmt. Jeder jagt jeden. Was irgendwie richtig dumm ist. Aber das haben wir ja in jeder Folge irgendwie, wo wir darüber sprechen, wie dumm eigentlich die Menschheit ist. Naja. Judy, dann lass uns mal hier weiter looten. Die Kacke mal kaputt machen. Achtung, das Glas. Weil wir müssen ja wahrscheinlich hier hoch. So, dann noch weiter hoch. Weil es so schön war. Und noch weiter hoch. So, und hier soll es jetzt Brücken geben, die gebaut wurden. Ja. Oder ja. Also hier können wir wahrscheinlich rüberjumpen. Oh, Mist. Okay. Er kriegt's auch hin. Sehr gut. Bist du okay? Alles ja, gut? Ich bin okay. Sicher? Ja, alles gut. Aha. Hier ist wieder so eine Freiheitskämpferin. Hab mich gerade gewundert, was da für so ein blauer... Deinem hohen Gebäude. Blauer Kreis, genau. Was da für ein Kreis war. Okay, also wir müssen da nach oben. Irgendwie. Ja, es sieht so aus, als ob ich da hier rüber muss. Dass wir hier einmal rein können. Wir sind hier auch. Wir müssen wohl ein paar Umwege machen. Kein Millimeter leise. Weil, warum auch? Wie lange wart ihr beide auf der Flucht? Und wenn wir da jetzt auf ein paar Gegner treffen.
Naja, dann treffen wir halt auf ein paar Gegner, wa? Keine Ahnung. Einfach weg. Aber so können wir uns auch ein bisschen... Sagst du mir jetzt, warum sie wirklich hinter euch her waren? Uns mit hier mit dem Jungen unterhalten. Sie wollen einen Jungen töten, weil er sich den Kopf rasiert hat? Es war nicht erlaubt. Es ist eine Regel. Es ist ja eine Regel. Scheiße. Also hier ist noch ein Say. Ich weiß nicht. Ganz schön Punkrock von dir. Wieso Punkrock? Was ist denn... Ich hab das Gefühl, du hältst nicht viel von Regeln. Oh, das stimmt wohl. Ja, und wen kennen wir auch noch, der sich nicht gerne an Regeln hält? Was? Ja, lesen wir uns erstmal hier diesen wunderschönen Brief durch. An das Mädchen nebenan. Wir sind Sam und James. Wir wohnen in Nummer 302. Wir wussten nicht, dass noch jemand außer uns hier ist. Wir sind in Ordnung. Ehrlich, wir lassen für dich etwas Frisches, Gebackenes da, Sam. Danke für das Maisbrot. Meine Mutter hat gesagt, ich soll euch diese Flasche Wodka geben. Ich hoffe, er ist gut. Warum seid ihr nicht mit allen anderen im Bus weggefahren? Ich heiße Julia, meine Mutter heißt Heidi. Julia. Wo hast du diesen Wodka her? Der ist super. Wir sind noch hier, weil wir ein paar Horrorgeschichten über die Übergangswohnung gehört haben. Die Leute sind auf sich allein gestellt, rauben sich gegenseitig aus und es gibt Mord und Totschlag. Wir wollten es lieber hier versuchen. Sag uns Bescheid, wenn du oder deine Mutter irgendwas braucht. Sam. Danke nochmal, ich werde versuchen... noch mehr Maisbrot-Backmischung zu finden. Das war die Wende. Nett von euch, dass ihr mir Hilfe mit meiner Mutter angeboten habt. Ich kann wirklich Unterstützung brauchen. Ich gehe auf Sammeltour. Heute Abend bin ich wieder da. Klopft einfach. Julia. So, was haben wir noch auf der anderen Seite? Scars haben James gesehen, als er auf dem Dach gekocht hat. Sie haben ihn erschossen. Ich habe zwei erledigt, aber einer ist entkommen. Ich schließe unsere Türen nicht ab und lasse ein paar Vorräte in unserem Safe. Die Kombination ist in unserer Wohnung, ist unsere Wohnungsnummer und dann deine Wohnungsnummer. Nimm dir alles und verschwinde von hier, Sam. Ich kann meine Mutter nicht zurücklassen. Ich werde unsere Tür verbarrikadieren und das Beste hoffen. Eure Sachen sind immer noch im Safe. Ich kann nicht gut zielen. Wenn sie hier reinkommen, werden wir uns einfach ergeben. Julia. Okay. Also das heißt, wir haben die Wohnungsnummer, die 302. Von den Jungs da oben. Jetzt brauchen wir noch die Wohnungsnummer von unserem Apartment. Und mit diesen beiden Zahlen können wir dann die Kombination im Safe öffnen, um da wahrscheinlich noch geile Ammunition, Munition oder Mittel zu bekommen. Hier in dem Raum sein, also 304. Richtig? J. Kennedy, also Julia, 304, also 302, 304, okay. Gut, dann gehen wir mal wieder zum Save und geben mal ein, was haben wir gesagt, 304, oder? Nice. Okay. Munition. Teile und Munition, die ich wieder nicht mitnehmen kann. Okay. Aber das ist schon mal nice. Nice to know. Nice gesamt. Dann finde ich gut. So, jetzt könnten wir hier runter. Da wollen wir nicht hin. Wir müssen weiter nach oben. Weil wir müssen ja auf das große Gebäude. Ist ja immer noch unser Ziel. Damit wir sondern damit wir dann diese wunderbaren Brücken genießen können von den Scars erbaut. Ja, damit wir da so rüberkommen. Gibt es denn hier noch irgendwie Kleinigkeiten? Also hier war dann anscheinend die Kopfstelle von dem Kumpel. Ja, der dann leider Gottes erschossen wurde. Ruhe. Wie lange benutzt du das Ding schon? Was haben wir hier gehabt? Oh. Seit Ewigkeiten. Du wirst gut damit. Du hättest Yara sehen sollen. Und okay, also wir müssen wahrscheinlich denn hier runter. Leider. Scheiße. Ach, hier sind, okay. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fucky fuck. Okay, machen wir es laut.
Vielleicht war das nicht der beste Move. Können wir einfach an dem vorbeißen? Nicht so richtig. So, warte mal, wir müssen jetzt mal kurz uns überlegen, wie wir da am dümmsten und am besten vorgehen. Mich am Arsch. Ist okay? Ja. Okay. Das ging einigermaßen. Wie viele Seraphiten hast du getötet? Gut. Wieso? Einigermaßen? Keine Ahnung. Waren es aber nicht gefühlt mehr Klicker hier? Also. Gab es da nicht mehr unten? Was ist hier los? Egal. Also ich würde jetzt sagen, egal, und wir looten jetzt erstmal hier alles weg, was wegzulooten geht, mal wieder. Und ja, hoffen, dass wir keine weiteren Überraschungen hoffen. Okay, aber wir haben die Jungs und Mädels hier gut weggeklatscht. Auch mit Hilfe oder mitunter durch den Jungen. Ja, also krass. Der ist für uns eine mega Hilfe. Alter, das war jetzt aber... Das Wasser fließt ja extrem schnell. Du musst wirklich vorsichtig sein, okay? Das könnte alles sehr gefährlich hier werden, wenn ich das mir so an... Sehen? Wenn ich mir das so anschaue. Okay, er ist hier auf jeden Fall Adventure Map approved. Muss er auch rüber? Boy! Sehr gut. So, das haben wir auch hingekriegt. Okay. Also, nächstes Gebäude. Nächstes Gebäude, was wir uns angucken. Nächstes Gebäude. Hier finden wir auch wieder ganz viel Werkzeug. Und eine Werkbank. Wir haben aber noch nicht genug Werkzeug, um irgendwas wieder bei uns zu verbessern. Dementsprechend müssen wir dann einfach mal noch weiter gucken. Das finde ich jetzt wiederum nicht okay. Sind wir auf dem richtigen Weg? Weil... Das Gebäude führt uns zum Gebäude nebenan. Das hört sich hier alles nicht so safe an. Ich sage es, wie es ist. Also hier sind sehr viele Geräusche. Die nichts Gutes unbedingt verheißen müssen. Aber wir lassen uns da echt gerne mal überraschen. Also ich weiß auch nicht, ob wir jetzt noch weiter runter müssen. Weil da hinten ist ja, da hinten haben wir ja gesehen, ist ja so ein Durchgang. Und ich höre die ganze Zeit irgendwas klackern hier. Das ist... Hier drüben ist ja auch nochmal ein Durchgang. Ja? Also ist ja jetzt nicht so, dass wir jetzt sagen, hier so, okay, da, hier muss es weitergehen oder da muss es weitergehen. Wobei ich mir hier denke, hier ist doch auch safe irgendeine Scheiße. Ja, das ist doch never ever safe hier, oder? Meint ihr, dass hier safe ist? Also aktuell ist es noch ruhig. Ich find's manchmal aber zu ruhig. So eine trügerische Ruhe, ne? Also, da weiß man nicht, woran man ist. Find ich. Aber das ist alles... Alles ein bisschen scary. Um zu gucken, was vielleicht noch auf der Seite hier zu finden ist. Und so wie ich mein Glück kenne, ist einfach mal wieder hier nichts zu finden. Und genau das ist passiert. Nice. Schön für deinen Cousin.
Okay, gut. Sind wir hier völlig umsonst lang gelatscht? Hier lang! Ja, ich bin doch schon auf dem Weg. Oh, so. Unser Ziel ist auf jeden Fall erstmal, die Folge gegebenenfalls zu beenden, wenn wir oben auf dem Dach sind. Los, mir nach. Okay. Wie hoch müssen wir denn noch? Du wirst das schon schaffen. Oder? Also hier geht's auf jeden Fall noch echt tief rein. Ja, also ist krass. Ja, das ist richtig, richtig krass. Krasse Stuff. Angeber! Das ist nicht schwer. Aha. Okay. So, was haben wir denn jetzt hier? Hier haben wir noch mal kleine Kleinigkeiten, die wir jetzt hier finden. Hier haben wir sogar noch einen kleinen Notizzettel. Den werden wir uns natürlich erstmal noch schön durchlesen. Weitergeben. Die Edison haben in einem Waffenstillstand mit den Wolves eingewilligt. Sie werden sich von unseren Inseln fernhalten und keine Seraphiten angreifen, die durch ihre Außengebiete ziehen. Um diesen Frieden zu erhalten, müssen wir alle zusammenarbeiten. Unsere Ziele bleiben die gleichen. Dies ist nur ein anderer Weg, um sie zu erreichen. Okay. Waffenstillstand ist immer gut. Ein nebeneinander herleben ist nice. Kann man echt nur empfehlen. So, wo ist er jetzt hin? Okay, er ist hier lang. Warum haben wir das nie entdeckt? Wolves gucken nie hoch. Was soll das heißen? Es heißt, egal wie viele ihr seid und wie viele Waffen ihr habt, wir tricksen euch aus. Vielleicht solltest du nicht mehr wir sagen. Schließlich wollen sie dich töten. Ja. Das ist ein Argument. Sag ich mal, ne? Aber dass sie nicht, also wirklich, dass das nicht auffällt, hallo? Also gerade bei Patrouillen sollte man doch wirklich denken, dass die einfach überall hingucken. Die Abtrünnige! Es ist Lily! What? Freunde. Kommt einfach her. Traut euch. Du hättest wegbleiben sollen, Lily! Und wo könnt ihr überall kommen? Ihr könnt also auch von hier kommen, okay. Damit habe ich gar kein Problem. Freunde? Noch jemand fragen? Wollen wir mal ganz kurz gucken? Ah, da drüben seid ihr. Ja, komm ruhig rüber. Oh, der war nice. Den hat er gut getroffen. So, da hinten haben wir noch wer. Ja. Ja, der hat wehgetan, wa? Hm? Halt doch nochmal das Köpfchen nochmal kurz raus. Halt es ruhig raus. Komm, trau dich. Ja, lauf hier zu uns. Auf Wiedergesehen, Freunde. Dann nehmen wir doch mal als nächstes die Pistole hier. Nice. Lass mich helfen. Ich schaff's schon. Geht das? Jo. Nice. Hast du okay, gehört, also. Wie sie mich nennen? Ja, Abtrünnige. Ja. Willst du mich was drüber fragen? Nö. Willst du, dass ich was darüber frage? Nein. Also? Okay. Dann ist doch das Gespräch geklärt. Also, muss man alles immer hinterfragen? Also ja, eine Menge. Tja, die haben angefangen zu schießen, muss man auch ganz klar sagen. Wir haben uns eigentlich in dem Sinne nur verteidigt. Mehr haben wir nicht gemacht. Ja, also gegen eine Verteidigung spricht ja nichts, oder?